Herzlich willkommen zurück zu Evolent 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach Fragmentschlüsseln. Zwei haben wir jetzt. Mir wurde auch gesagt, wie man den Radar benutzt. Das ist nämlich hier. Man muss dann einfach den Radar an dem Ort anmachen. Das ist ein bisschen doof gelöst. Ich hätte ihn gerne irgendwie unten rechts im Bild gehabt oder so. Also ich glaube, es wurde nicht in die Kommentare geschrieben, aber ich habe das gesehen, wie das funktioniert. Das ist halt ein bisschen dämlich, weil ich jetzt nicht rumlaufen kann. Hier gibt's 3 Karten anscheinend. Das soll mir der Radar jetzt sagen. Und wenn ich in einem Gebiet bin und dann eine 0 steht mit Kisten oder Karten, dann weiß ich, hier gibt's nichts mehr zu holen. Das ist relativ cool. So viel habe ich jetzt auch verstanden. Und mir wurde auch 1000-mal geschrieben, wie ich natürlich an das Haus komme. Und da ich immer Ja gesagt habe, ist natürlich klar, dass da nichts bei rumkommt. Ich muss sagen, ihr gefällt mir. Deshalb werde ich keine Mühen scheuen und euch ein reduziertes Angebot machen. 5000 G. Was ist... Nein. Ihr seid C beim Verhandeln. Also gut, 50 G im Bar voraus. Nein. Wenn ihr pleite seid, hättet ihr das gleich sagen sollen. Ich bin ein Film... Okay, er will 500 G haben. Haben wir. Okay, nein. 5000 zahlen wir auch nicht. Denn wir sind ja nicht blöd. Wir nehmen 500. Haha, danke, danke. Vielen Dank. Ich bin hocherfreut, es los zu... ich meine, dieses entzückende Domizil an euch zu verkaufen. Viel Spaß in eurem neuen Zuhause. Den Schlüssel zu eurem Haus. Ja, ein Schlüsselanhänger wäre vielleicht eine gute Idee. So. Dann gehen wir jetzt mal in unser Haus, denn jetzt können wir ja weitermachen. Finden wir hier denn neue tolle Sachen? Finden wir hier irgendwas drin? Die Soundlags, da kann ich übrigens nichts für. Würdet ihr gern schlafen? Oh, komm, wir schlafen. Weil die Soundlags sind spielbedingt. Die liegen nicht an mir, das liegt am Spiel. So, und jetzt können wir natürlich die Zeit zurückreisen und das Haus immer wieder betreten. Das heißt, dass wir jetzt in die Zeit müssen... Wo Dämonia... Also ganz zum Anfang. Ganz zum Anfang. Die Lags kommen daher, dass meine Hardware im Rechner irgendwas... Ich glaube, meine Soundkarte ist es, weil meine Soundkarte macht öfter bei irgendwas Probleme. Weil Soundkarten machen immer Probleme. Egal, was man tut. Die verträgt sich mit irgendwas vom Spiel nicht und das erzeugt diese Lags. Und daher kommt das. Also es tut mir leid, wenn das auftritt. Ich kann da nichts zu. Das passiert auch nur bei Evoland. Das ist so eine Programmiersache. Und wenn Bildlags sind, sind es meistens auch vom Spiel. In den letzten Folgen war es leider, weil ich mit DxStory aufgenommen habe und DxStory bei mir rumschimpft, weil meine Festplatten alle sterben. Und ich leider kein Geld scheißen kann und deswegen jetzt nach und nach vorsichtig mal neue Sachen holen muss. Ja. Deswegen müssen wir da gucken, wie wir das, dass wir das so durchstehen. Es tut mir leid, wie gesagt. Es tut mir echt leid. Ich würde es auch lieber ohne haben. Also, ich will euch damit nicht ärgern. So. Jetzt aber hier zurück zum Spiel. War das in der Zeit oder in der nächsten? Ich bin mir gerade unsicher. Wir sind jetzt auf jeden Fall ganz in der Vergangenheit. Gucken wir mal, ob das hier war. Gucken wir mal. War das das Haus? Ne, stimmt. Das war nicht das Haus. Wir müssen noch eine weiter. Huch, ich dachte jetzt, das Mädchen gehört zu mir. Und ich sollte ja hier in der Zeit... War das das Inn hier? Ein Kartenspiel machen? Ja, hier war das. Hier waren wir das erste Mal im Inn. Nee, gar nicht. Kann ich hier denn Leute herausfordern? Kann hier irgendeiner spielen? Weil dann würde ich das hier im Inn machen. Aber ihr habt mir ja natürlich geschrieben. Ja. Aber manche hassen ja dieses Kartenspiel. Den Leuten kann ich eh nichts ab, weil... Ich spiele das Spiel, wie ich will. Und wenn ihr findet, ich spiele zu viel Karten und verliere dabei zu viel, ist das euer Problem? dann ist das halt so. Aber ich spiele das Spiel halt so, wie ich will. Heute mal ein bisschen Beschwerdefolge. Weil ihr beschwert euch ja auch. Also darf ich mich auch beschweren. Also ich, wie gesagt, ich spiele das Spiel, wie ich will. Und wenn ihr meint, ich spiele zu viel Karten, müsst ihr damit leider leben. Ich werde da leider Gottes nicht drauf achten. Weil ich das Spiel aus Spaß spiele. Und ihr schaut halt gerne zu. Das freut mich wiederum, natürlich. Wenn ihr gerne zuschaut, freut mich das extrem. Aber ihr müsst akzeptieren, dass ich das Spiel spiele, wie ich will. Und nicht wie ihr. Ich bin keine Marionette, die dann alles macht, was ihr wollt.
Weil YouTube ist Hobby. Warum kommt hier diese dumme Sequenz? Die ist so sinnlos. Ach. Spiel. Die frisst nur Zeit. So, ich will doch nur nach Genua. Komm. So, war das hier echt in der Zeit? Stimmt, hier schieben sie Panik. In der Zeit war das auch mit den Karten. Aber ich weiß nicht, ob die alle Bock auf Karten haben in dem Terror. Okay, gehen wir jetzt erstmal in das Haus. Schlüssel. Da müsste jetzt Dalkin drin sitzen. Wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Haus? Oh, ich kenne euch. Nicht schon wieder dieser Albtraum. Also ich werde bald aufwachen und wollte euch noch einmal sagen, wie leid es mir tut. Ich hätte auf euch hören sollen. Ja, ich hätte zuhören sollen. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich hatte keine andere Wahl. All diese Leute tot. Und das meinetwegen. Meine Schuld. Wenn ihr doch nur, hättet ihr doch bloß das Vertrauenssiegel des Kaisers mitgeführt. So wie ich. Meine Ehrenmedaille. Dieser Tage nehme ich sie nicht mehr aus der Vitrine. Ich verdiene sie nicht. Lasst mich in Ruhe! Okay, Ehrenmedaille. Wir wissen Bescheid, wir brauchen sowas. Oh, was ist hier? Oh. Sie symbolisiert das Vertrauen des Kaisers. Ja gut, dass wir ihm das jetzt direkt klauen, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Den kann ich herausfordern, aber der ist bestimmt zu krass. Der arme Dalkin, er scheint nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Glaubt ihr daran, ist der Krieg schuld? Ja. Okay. Wir gehen jetzt nochmal in die... ins Inn. Mein Gott. Ja, das habe ich doch schon gelesen. Mir gehen die Soundlags und so genauso auf den Sack wie euch. Von daher, ihr kriegt die wahrscheinlich gar nicht so krass mit. Und immer wenn ich sie erwähne, bekommt ihr es erst mit. So, wir holen uns jetzt hier mal ein paar Karten. Oh, hi. Dann stellen wir uns den raus. Dann nehmen wir uns den noch. Das sind mal ganz viel Mana. So. Er kriegt auch Mana. Aber wir kriegen mehr Mana. So. Dich weg. Dich stellen wir nach hinten. Dann kriegt er gut Damage. Und wir kriegen gut Mana. Vielleicht sollte ich das Spiel einfach mal nicht auf der Soundkarte laufen lassen. Ich werde es mal ausprobieren. Einfach mal eine andere Soundkarte benutzen. Oh, wo ich den denn her? 7 Mana? What the fuck? Sechs Mana erstmal gesaved hier. Zack, zack. So, jetzt haben wir 7 Mana, aber ich habe die Karte nicht mehr. Aber für den Fall der Fälle haben wir sie noch. Jetzt ein Bär wäre super. Ein Bär wäre grandios. Jawohl. Jawohl. Okay, dann machen wir hier 3. Nein. Ich will das so machen. So, jetzt machen wir ihnen zwar noch keinen Schaden, aber wir haben eigentlich schon gewonnen. Der Bär haut durch die Maus durch. Eigentlich, wenn wir angegriffen hätten, aber egal, wir haben es trotzdem geschafft. Irgendwie haben wir es trotzdem geschafft. So. Das hätten wir gewonnen. Kriegen wir eine Karte von dir? Nö. Mein Gott. Damn Lex. Was haben wir denn hier? 3 Karten. Halt die Klappe, Soundlex. Ich habe das Gefühl, es ist aber schlimmer, wenn ich mit dem anderen Programm aufnehme, was ich gerade tue. Das ist gerade echt schlimm. Und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ich habe halt nur mitbekommen, dass andere Spieler dieses Problem auch haben, teilweise. So. Slime raus, er spart sich 3 Mana zusammen. Okay, den legen wir weg. Damit können wir schon mal den rauslegen und den rauslegen.
Sehr schön. Er hat die auch. Und was ist das? Was ist das? Kriege ich die? Ist ja voll die komische Karte. So, 4 Mana. Macht den Bären leider kaputt. Den lege ich dann unten hin. Er braucht nämlich 2 Schläge für den da oben. Bis dahin haben wir den schon ordentlich Schaden gedrückt. Ein Mammut. Das macht aber ganz wenig Schaden. Okay, wenn ich... Ah, nee, er greift vorher an. Okay. 7. Ich würde jetzt gerne irgendwie Karten... Nein. Karten austauschen. So, da unten die Reihenfolgen. Egal, machen wir es so. Die Runde schaffen wir trotzdem irgendwie. Was ist das denn für eine Ninja-Katze? What? Mein Bär kaputt gemacht. Das könnte doch noch eng werden. Wen kriegen wir? Mana? Ne, warte, da muss ich erst ihn legen. Okay. Das Mammut kriegt den zum Glück nicht so schnell kaputt. Jetzt muss ich nur da unten mal das Vieh wegkriegen, weil das ist ein bisschen nervig. Das ist noch nerviger. Jetzt kommt er. Er kann den leider weghauen. Sippe-dip-dip-dip-dip. Ist alles nicht so geil. Das war dumm. Das war richtig dumm, was ich jetzt getan habe. Ich wollte eigentlich nicht weglegen, aber ich habe mich verdrückt. Ah! Okay, da ist wieder so ein First-Attack-Typ drin. Oh nein, wenn ich jetzt noch verliere, ist das echt doof, weil ich mich verdrückt habe. Ein Bär. Ein Bär, der deinen Namen trägt. So. Nice. Okay. Er kann uns trotzdem wahrscheinlich besiegen, wenn er alles richtig legt. Oh nein. Er kann uns besiegen. Er hat gewonnen. Nein! Ah, es war noch knapp. Egal. Jetzt gehe ich aber schnell zurück aus der Zeit. Weil in der Zeit scheint es am meisten zu laggen von den Sounds. Und deswegen gehe ich hier schnell weg. Habe ich gerade richtig? Ja. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Und die Zeit wechseln auf die Vergangenheit. Das heißt, zweimal wechseln. Also einmal auf 3D. Ist doof, dass ich mir das nicht auswählen kann, sondern jetzt zweimal halt an dem Stein gehen muss. Haben wir wenigstens was geschafft in der Folge. So. Und nochmal. So. Gucken wir mal, ob wir da jetzt was erreichen können, da oben links auf der Map. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Zeit. Ich meine, das war hier. Es ist alles immer so verschwommen von der Erinnerung. Ich meine, das war hier. Ich muss nämlich jetzt hier wieder an Land und dann oben links wieder ablegen, weil ich ja hier nicht drum rumfahren kann, was total dumm ist. So. Ausschiffen. Genau hier war das. So, Dalkin. Ich bin hier. Ich kann mich nicht mit euch verbünden. Ich habe meine Befehle. Aber guck mal, wir haben hier ein Fragment. Nein, eine kaiserliche Medaille. Was? Ihr habt eine kaiserliche Medaille? Ein heiliges Symbol des Vertrauens des Kaisers. Heißt das, der Kaiser will, dass ich mich mit euch verbünde? Tja, dann bleibt mir keine Wahl. Befehle müssen befolgt werden. Falls ihr Hilfe braucht, jederzeit gern.
Darkin. Mit Darkins Hilfe könnt ihr eine Armee rekrutieren und befehligen. Verhindert, dass der Magus Dämonia erreicht. Achtung! Das passiert in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich weiß, ihr liebt Cliffhanger. Tut mir leid.